Toll, ich stelle mich auch nicht geschickt an, wenn ich es nochmal mache, wenn ich weiß, was alles kommt. Ich habe diesmal wieder alle Medipacks verschwendet. Ja, zumindest habe ich einen Hauch mehr an Leben. Ah, und ich benutze den scheiße Ripper. Ja, ich benutze eine effektivere Waffe einfach mal. Dann wird man vielleicht mehr überleben hier in dieser Krankenstation. So, jetzt. Weich. Was? Ah, du Scheiße. Mann. Ah, das war gerade ein Medipack. Mein Gott. Wo soll ich denn überhaupt hin? Ach, du Scheiße. Ach. Ach du Scheiße. Das hatten wir gerade schon. Ich glaube, er wollte sagen, nein, nein, bitte nicht. Tu mir das nicht an. Hilfe, lass mich in Ruhe. Aua, diese Schmerzen. Aber was er gesagt hat, war... Kopf ab. Ach, fuck it. Also diese Stelle mag ich mal absolut gar nicht. Diese regenerierenden Viecher mag ich mal absolut gar nicht. Okay, nächster Versuch, diese Waffe. Ach, mein Gott, was für ein Bullsch. Warte mal, jetzt gucke ich mal auf die Karte. Wo muss ich lang? Dann nach links. Yes. Dann nach links. Die scheiß Tür ist zu. Na, das liegt nicht. Oh, und ich habe keinen Schuss dafür. Oh, das ist unlustig. Oh, das ist sehr unlustig. Oh, das... Ja, ich habe doch Schuss dafür. Oh, Mann. Weg. Wieso überlebt denn heute so lange? Mein Gott. Ach du Scheiße. Wow, das war... Mein Gott, man kann nicht mal stehen bleiben, um auf irgendwas zu schießen. Nein, jetzt bin ich... Oh, Tür geh auf. Was wollen die denn von mir? Was soll ich hier machen? Außer vielleicht... Ach du... Ach, fick dich! Ah! Mann! Ah! Weg! Alles weg! Ah! Mein Gott! Hier ist Stase mal wirklich ernsthaft notwendig. Arme ab, Arme ab, Arme ab! Da ist ein Medipack drin. Oh! Ah! Ständig die Türsteuerung runter. Irgendjemand, ich gebe dir gleich irgendjemand, mach's einfach besser. Boah, jetzt will ich noch ein Speicherding und ich will ein Medipack und ich will alles Mögliche. Mein Gott, jetzt setze ich hier einen scheiß Knoten ein. Yes, ich will, dass da Medipacks drin sind. Mein Gott, gib mir ein fucking Medipack. Und irgendwas. Damit ich mich sicherer fühlen kann. Medipack. Und hör auf mich anzuknuddeln, was auch. Oder ist es wieder Isaac, der atmet? Ach, wie viele Medipacks habe ich? Ich habe kein Medipack. Gut, das war ein kleines Medipack. Oder er hat gleich ganz viel davon auf einmal gefressen. Plasma Energie. So, und das war's auch schon wieder. Alles, was hier drin ist. Für einen Knoten gibt's ein Medipack und ein paar Schuss. Mein Gott. Wie sah das letzte Mal aber auch schon so aus? Ich nehme... Na, Müll. Das Ding. Ah, warte, nachladen. Fallen lassen. Nachladen. Und aufheben. So. Und jetzt schieße ich das dem nächsten Scheißviech ins Gesicht. Direkt in die Fresse. Genau so.
der spuckt mich wahrscheinlich. Also die Viecher haben mich noch nicht angespuckt, weil die. Weil ich. Ich habe immer direkt für diese Viecher so ein Ding in der Hand. Da hinten ist was. Ich will nicht, dass da hinten was ist. Wo muss ich lang? Zeig mir, ich muss da lang. Will ich trotzdem gucken, was da ist? Ach ja, will ich wohl. War mit Waffe in der Hand. Das ist wieder irgendeine psychokranke Stelle, oder? Das ist. Das Viech bringt vielleicht sich selbst um, oder? Versucht. Ja. Machst du noch irgendwas? Heul einfach weiter. Das heißt, ich kann sie einfach da stehen lassen. Die macht nichts. Die ist ganz friedlich. Die ist einfach psycho. Wieso haben die Viecher sie am Leben? Was ist da hinter mir? Sauerstoff, was soll ich. Das, ihr Geheule wird auch immer hallender. Da ist was. Credits. Plasma-Energie. Ja, du machst eine gute Sache, hier hinzugehen. Ich könnte sie ja töten und von ihrem Leid erlösen lassen, aber ich lasse die Geräusche mal für weitere Passanten hallen. Ich will anderen ja nicht den Spaß nehmen, mir zuzuhören. Das Viech, der Kopf von dem Viech zuckt immer rum. Und es hat auch einen Kopf ausgespuckt. Es hatte kein, zwei Köpfe. Einen im Magen, einen Plasma-Energie. Ich wusste doch, dass er was funkelt. Okay, und hier war ich doch auch schon, Intensivstation. Ah ja, hier war die andere. Die Krankenschwester. Die kranke Schwester. Hat sich eigentlich hier verändert oder sah das vor letztem Mal auch schon so chaotisch hier aus? Ja, der hat seine Beine durchs Glas gesteckt. Ja, okay. Mach da mal. Ah, Speicherdingens auch schon wieder. Dann fühlt man sich zumindest ein bisschen sicherer. Dann hat man zumindest diese eine Horrorstelle geschafft.